Hallöchen! Belfast 1, Dawn of Dawn, geht weiter. Wir machen das so. Ich habe mich dafür entschieden. Der Dämon lebt wieder? Okay, nee, ich habe mich dafür entschieden, dass wir das so machen, dass wir jetzt einfach hier ein Lager aufbauen. Ich glaube, das ist ganz gut. Wir bauen eine Armee, wir bauen ein Lager auf und da wir hier alles eigentlich Hülle und Fülle haben, hier, guck mal, da haben wir ein bisschen Eisen, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen eigentlich nur Lenya und, das haben wir. Und Holz. Oh, das haben wir auch. Wir brauchen nochmal Lenya. Das haben wir. Und wir brauchen natürlich Fleisch. Fleisch, ich weiß gar nicht, können wir angeln? Ich weiß gar nicht, ob wir angeln können. Ansonsten. Ach doch, doch, wir müssen eigentlich angeln können, oder? War das nicht so, dass wir angeln könnten? Egal, wir machen jetzt immer hier. Wir machen erstmal das Monument an. So. Los geht's. Ja, Holzhacken. Arbeit, immer nur Arbeit. Arbeit, Arbeit. Schon dabei. Holzhacken. Na los. Holzhacken. Ja, schon gut. Die Leute hacken jetzt alle schön Holz. Das dauert natürlich jetzt eine Weile. Ich denke mal, wir werden jetzt auch immer ein paar. Aha. Ein paar. Ja, Folgen, denke ich mal, wieder hier verbringen mit Aufbauen. Wir machen nämlich eine Armee. Ja, eine Armee. Das ist ganz wichtig. Ist was. Wie sieht's denn aus? Fischerhütte. Alles klar. Läuft. Ja. Das heißt, es ist halt einfach worden, ne? Was jetzt? Schicken nochmal eins zum Holzfällen, das glaube ich ganz gut. Lasst uns lieber Krieg führen. Krieg. Krieg führen wir, aber erst, wenn wir genug Holz haben. Das läuft doch gerade schon richtig gut. Hier schon 20 Holz, Leute. 20 Holz. Können schon richtig was Geiles bauen, bestimmt. Oder auch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes bauen soll. Eine Holzfällerhütte wahrscheinlich am besten, ne? Oh ja, perfekt. Wo wollen wir denn die Holzfällerhütte hinbauen? Wollen wir die erstmal oben haben oder wollen wir. Ich guck mal kurz, bevor ich die baue. Ja, natürlich unten auch ganz viel Holz, ne? Wir könnten eigentlich zwei bauen. Wir könnten einmal oben eine bauen und einmal unten eine bauen. Dann haben wir ein bisschen mehr zum, ne? So Sachen. Wir bauen aber erstmal eine oben. Ich würde sagen, wir bauen die Holzfällerhütte dahin. Na los. Los, baut sie auf, wir brauchen Holz. Das ist halt immer so ein bisschen der langweilige Part von Spill Force 1, wenn man da so ein bisschen zugucken muss, wie man dann gerade so ein Lager aufbaut und währenddessen leider nichts machen kann, ne? Immer so ein bisschen unspannend. Das Gebäude ist einsatzbereit. So, zwei Leute können wir hier noch hinbringen. Was wollt ihr? Arbeit, immer nur Arbeit. Und Wohin? du. So. Volles Holzfällerhüttenhaus. Die Leute hacken schneller Holz, das läuft. Dann gibt's noch eine, würde ich sagen, oder? Machen wir noch eine hier unten hin? Wohin will der denn jetzt? Ja, ich denke mal, wir bauen auch noch einmal hier unten hin. Ja. Ja, schon gut. Wir werden ja eh ein paar Haupthäuser noch bauen müssen. Ich will nämlich eine große Armee haben für die ganze Kacke da, die wir hier machen müssen. Also für
durch den Spalt gehen. Da hat sie ja gesagt, wir brauchen da eine Armee, alleine kriegen wir das da nicht hin. Ich denke mal, das wird schon richtig hart werden, wenn wir da durchlaufen. Deswegen denke ich mal, sollten wir da auch ein bisschen was an einer Armee da haben. Macht, glaube ich, Sinn. Das Gebäude ist einsatzbereit. Schon dabei. Und die bauen schnell dieses kleine Hauthaus auf. Dann können wir neue Arbeiter uns holen. Währenddessen wir dann. Wo können wir jetzt auch noch welche? Ja, wir können jetzt auch noch welche holen. Wir unbedingt schon mal eine Fleischproduktion anwerfen müssen. Also hier oben die Fische daraus angeln, das müssen wir dann, wenn da leer wird, dann auch nochmal da unten starten. Die haben auch nochmal einen Fischteich. Und wir müssen, wenn das auch alles leer ist, dann anfangen, die Büffel da zu killen. Also das. Das Gebäude ist einsatzbereit. Wenn ich den Jäger habe, ist natürlich auch noch die Frage. So, müssen wieder drei Leute. Fischerhütte, bitte. Bitte, bitte, wo können wir die gut hinbauen? Da die Bäume noch alle nicht weg sind, können wir jetzt natürlich nicht nah ins Wasser bauen. Nein. Ist was. Wild. Ah ja, richtig. Wir können ja auch eine Wildschweinzucht bauen. Machen wir auch mal. Wir bauen auch mal eine Wildschweinzucht schon mal. Macht der schon mal. Was wollt ihr? Und Nahrungslager brauchen wir auch. Das machen wir aber noch nicht jetzt. Das Gebäude ist einsatzbereit. Ja, da schenken wir Ja, nochmal einen ja. hin. Die Fischerhütte läuft. Da sind drei drin. Dann holen wir uns nochmal zwei. Ja, schon gut. Was wollt ihr? Hier noch eine kontinuierliche Nahrungsproduktion und das Holz geht langsam flöten, ne? Was denn da? Oh oh. Ja, wir haben noch keinen Detected bekommen, ne? Okay. Ja. Wir brauchen eine Schmiede. Das Ist Gebäude was? ist einsatzbereit. Arbeit, immer nur Arbeit. Brauchen unbedingt eine Schmiede. Ja, schon Jetzt können gut. wir nämlich schon mal ein paar Einheiten bauen. Ach so, ja, natürlich. Ist ja nicht so, als ob, ne? Hier, wir bekommen keine Einheiten zugeschickt. Nee. Nee, nee. Bestimmt nicht. Fuck. Wo ist mein Heini?
Der läuft wieder zurück. Das ist Kacke. Und das sind Feuerlinge. Zwei. Das wird man ja nicht überleben wahrscheinlich. Das Gebäude ist einsatzbereit. Das ist ein Hinterhalt. Berserker-Modus. Die Linien müssen halten. Ah doch, er wird es überleben. Gut, dann haben wir die erste Welle schon mal von denen abgewandt. Mal gucken, ob da noch eine kommt oder ob das einfach nur so jetzt mal einmal so ein Ding war. Also wir müssen eine Schmiede. Warum können wir nicht... Ach ja, wir brauchen ja Eisen, richtig. Verdammt, das fehlt ja auch noch. Ich habe ganz vergessen, ja, dass wir Eisen ja wirklich auch benötigen. Warte mal. Dann machen wir aber so, dann machen wir diese besondere Kombi. Dann machen wir nämlich... Wie war denn das? Was war denn das Gebäude? Schmelze war das, ne? Wir bauen zuerst eine Schmelze. Das ist Kacke hier mit dem. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht, dass da immer so blöde Gegner jetzt kommen. Ich dachte, da würden keine kommen. Das habe ich mir doch ausgemalt hier mit meinem geilen Trick, ey. Ist was. Kommen bestimmt keine Gegner. Könnt ihr nicht gehen einfach? Nö, das können wir nicht. Wir müssen das tun. Muss getan werden, das, was getan werden muss. Arbeit, immer nur Arbeit. Ach man, ist das doof. Dann bin ich nochmal drei Leute. Wir brauchen ein größeres Haupthaus. Das bauen wir auch bald mal, ne? Runenkrieger, zu mir! Standhalten, Männer! Ja, da müssen wir jetzt langsam mal hier echt
gucken. Was jetzt? Warum denn noch so alles? Das Gebäude ist einsatzbereit. Kohlenschnitzel. Das Gebäude ist einsatzbereit. Kohlenschnitzel. Wollen wir auch mal bauen, ne? Arbeit, immer nur Arbeit. Ja, lassen wir die erstmal da drin arbeiten. Bei unserem schönen Eisenvorkommen. Ja, das produziert dann ja mal wieder Eisen nach. Ist was. Mittleres Haupthaus. Lasst uns lieber Krieg führen. Krieg, ich weiß. Krieg ist gut. Okay, dann bekommen wir gleich wieder die Möglichkeit, ein paar weitere Leute da zu produzieren. Das ist ganz gut. Wie sieht denn aus mit den Dämonen, die jetzt hier ankommen? Kommt jetzt mal keiner. Das ist gut. Eisen wird gleich, es ist sogar schon am Maken hier, Eisen. Ganz gut. Bäumschnitzer wird aufgebaut. Wir können schon Sachen, wir können schon Einheiten produzieren. Ich warte aber noch ein bisschen. Wie gesagt. Ich denke, ich will auch hier die Brände haben. Das ist natürlich auch ein richtig geiles Ding. Und unbedingt die Trommler. Also die Trommler müssen auch. Das sind Kämpfer. Nein, hier die Trommler. Das Gebäude ist einsatzbereit. Die müssen auch unbedingt. Warum kann ich die Schläger nicht bauen? Jetzt kann ich die Schläger bauen. Brauchen wir denn noch so alles? Wir brauchen eine Schamanenhütte. Um Totem zu bauen. Beziehungsweise um Branda brauchen wir auch die Schamanenhütte. Nee, ja gut, dann brauchen wir glaube ich nur eine Schamanenhütte. Brauchen wir denn das? Da, Schamanenhütte. Einfach mal, wo bauen wir die hin? Die bauen wir da so hin, ne? Da, da passt sie ganz gut hin. Bau mal den Schilder auf. Eisen füllt sich langsam. Holz auch. Ganz gut. Lenya. Ja, doch, Lenya füllt sich auch so langsam. Auch wenn das. Warum haben wir denn hier nur zwei Leute im Lenya-Ding drin? Das dauert das auch so lange. Irgendwo haben wir hier irgendwo noch, also da ist ein Handwerker, der Holz hackt. Wir haben bestimmt hier irgendwo noch Leute, die Holz hacken, die keine Handwerker sind. Oh, Moment. Wir haben wieder ein Problem. Und Berserk-Mode. Puff. 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 Gib mir immer schön Erfahrung. Ja, müsst ihr wissen. Ich glaube zumindest, die auch Erfahrung geben. Das wäre sonst irgendwie ein bisschen doof. Hinter das Haupthaus muss. Das wird gleich fertig sein. Und dann. Dann können wir nämlich schon mal ein bisschen was machen. Wir haben schon mal ein kleines Haupthaus gemacht. Da haben wir schon mal ein bisschen. Da können wir jetzt noch 25 erhöhen mit 300 Herben. Dann auch bald. Dann können wir uns neue Leute hier. So, wie sieht es denn aus mit dem. Also immer noch im Die Schamanenhütte ist immer noch im Aufbau. Das ist ganz gut. Schamanenhütte.
Blutheiligtum, ja, das ist natürlich auch ganz wichtig. Wollen wir das schon mal einen Auftrag geben? Kommen wir das denn? Okay, wir brauchen das mittlere Haupthaus. Blutheiligtum haben wir. Was ist mit dem Feuer? Brauchen wir das eigentlich? Feuerwerfer? Nee, aber was macht denn dieser Feuerwerfer? Warte mal. War doch irgendwas, was da macht, was so geil war an denen, oder? Ach lol, das sind die Turrets! Der Feuerwerfer. Die haben Turrets, aber das kostet Lenya. Das ist das Schlimmste, ey, dass die noch Lenya benötigen, die Türme. Das ist doch richtig kacke. Aber wenn ich mal ehrlich bin, eigentlich wäre das geil, wenn man da so ein paar Turrets aufbauen, oder? Wenn wir da so Turrets hinbauen, dann kommen die Gegner hier vorbei und werden erstmal von den Turrets aufgehalten. Das ist erstmal ganz. Aber ich glaube, das ist auch wieder Verschwendung. So, wir können jetzt erstmal ein bisschen wieder was bauen. Wir können auch erstmal wieder hier. Ja, dann würde ich sagen, die Aufnahme ist vorbei. In der nächsten Aufnahme würde ich mal sagen, geben wir es mal langsam so an, dass wir, dass wir dann so langsam mal eine Armee so aufbauen und dann, wenn wir das dann haben, eine Armee, wir dann, da mal durchgehen. Wir werden angegriffen. Durch diesen Spalt. Muss ja langsam mal. So, ich. Da muss noch einer hin. Das dauert jetzt so lange. Was jetzt? Wir haben jetzt die Möglichkeit. Ah, gut, die Blutheiligtum. Ist was? Können wir ja jetzt eigentlich bauen, ne? Können wir da schon mal einen Auftrag geben? Blutheiligtum, wo haben wir das? Ja, genau, das können wir jetzt bauen. Ja, schon gut. Wenn das ein bisschen schneller geht. Lasst uns lieber Krieg führen. Krieg ist gut. Lass uns lieber Krieg führen. Krieg mit CH. Wie läuft das auch? Das ist so. Ja. Wie soll das Blutheiligtum bauen? Gut, Trommler. Ah, gut, für die Trommler brauchen wir noch die Ruhmzahle da. Ja. Trommler würde ich nämlich gerne auch haben. Da müssen wir denn noch das hier bauen. So. Dann haben wir aber alles. Schicken wir auch nochmal. Schicken wir auch nochmal einen hin, damit das auch ein bisschen schneller geht. Ja, dann haben wir aber eigentlich alles so, was wir so brauchen, würde ich sagen, ne? Dann müssen wir so langsam mal drauf, wie sieht es aus mit dem, ja, da haben wir auch nicht mehr so viel, da brauchen wir irgendwann nochmal Fisch, Wildschweinzucht. Auch nochmal ein bisschen mehr bauen. Weil wir können ja momentan nur. Na komm, wir machen mal ein paar. So, da haben wir schon mal ein bisschen was. Haben wir schon mal eine kleine Armee. Muss einfach mal sein. Ein bisschen was von ein bisschen Leute brauchen wir ja schon mal. Da umgesetzt automatisch. Was liegt an? Wo sind die Gegner? Krieg. Sag's euch, Krieg kommt. Den besiegen wir dann nochmal, den blöden ankommenden Feuerling da. Sag's euch, das machen wir nicht allein. Wir noch ein paar Leute. Auf mein Zeichen. Wir sind nicht mehr allein, Feuerling. In die Schlacht. Attack.
es ernst? Schnell! Das ist eigentlich noch schon mal richtig geil. Also so will ich das haben. Nur halt noch viel mehr Leute. Aber das ist schon mal, das für den Anfang ist das schon mal gut. Da haben wir schon mal eine kleine Verteidigung. Und die ganzen Leute, das ist schon mal, das ist schon mal etwas. Also da haben wir schon mal was gemacht. So, also das heißt jetzt, wir müssen eigentlich noch, ja, jetzt produzieren. Wir müssen jetzt hier die Produktion ankurbeln. Und das sieht hier beim Fisch ein bisschen schlecht aus. Deswegen würde ich, aber das, 300, das ist halt... Ich weiß nicht, wie sieht es mit Lenya aus? Lenya ist auch nicht mehr so. Das geht langsam alle. Ja auch, aber die Schmelze, die produziert ja mal kontinuierlich noch was mit. Also allein nur durch diese Schmelze haben wir ja in der letzten Map richtig krass viel Eisen gemacht. Weil die Schmelze ja richtig krass nur nachproduziert hat. Also das sollte eigentlich gegeben sein. Also die Schmelze, die ist eigentlich ganz gut dafür. Da brauchen wir erstmal nicht noch irgendwo was hinzubauen. Ja. Totalichtum ist noch ein Aufbau, dann können wir noch ein paar Brander bauen, dann müssen wir noch... Oh, jetzt können wir die Brander bauen, dann machen wir mal ein paar. Rumshalle machen wir danach. Auf mein Kommando, wir müssen halten! Die meinen es ernst! Wir halten halt echt nicht viel aus, ne, die Feuer... Dinger da. Problem ist wie natürlich auch nicht. Wenn die erstmal so einen Brenn-Debuff uns geben, dann brennen wir erstmal eine ganze Zeit. Gut, aber das funktioniert alles erstmal. Die Verteidigung, das ist erstmal ganz gut. Das funktioniert. Dann müssen wir da halt eben jetzt ein bisschen was aufbauen. Das läuft doch alles. Da muss halt eine Armee. Eine große Armee muss da halt eben hin. Ich bin eigentlich schon, ich weiß nicht, ob wir bis 60 erhöhen können. Ich hätte ja schon gerne, das klingt so, also der Spalt klingt so nach richtig krassen Shit. Ich weiß nicht, ob wir auf 60 erhöhen können, aber es wäre schon irgendwie geil, wenn wir auf 60 erhöhen könnten. Irgendwie möglich, dass ja. Wir... ein großes Haupthaus haben. Ich glaube, ich kein großes Haupthaus. Ich weiß nicht, ob dann die 60 möglich ist. Wir müssen einfach ans Limit erhöhen. Wir brauchen einfach ganz viele Leute. Also das ist einfach... Ich will auch sicher ist sicher. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu, Leute. Ja, dann speichern wir. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Bei der Spalt. Und dann bauen wir da eben, wie gesagt, eine Armee auf und, ja. Dann muss das so langsam mal funktionieren. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschüss.